im Reich der Pflanzen. Starten wir heute im Dschungel. Die Pflanze, die wir gerade gesehen haben, das war ein Syngonium albo variegata, die kennen wir aus dem letzten Film. Und hier steht die Mutterpflanze. Vielleicht kann man es jetzt noch nicht so richtig erkennen, weil hier alles grüne grün ist. Hier ist sie, denn sie ist tatsächlich grün. Auch das Blatt, was jetzt rauskommt hier, ist tatsächlich wieder grün. Ja, aber von dieser Pflanze haben wir damals die variegierte Form in dem Sinne abgenommen. Ja, und danach, wie gesagt, was neu herausgewachsen ist, ist tatsächlich alles wieder grün in grün in grün. Dass wir das mal so mitnehmen können. Hier wartet man tatsächlich auf ein schön panachiertes Blatt irgendwann mal wieder, um sie dementsprechend ja, dann wieder zurückzuschneiden über diesem Blatt, damit sie dann wieder variegiert rauswächst. Aber okay, das nehmen wir heute einfach so mit. Wie interessant, unterschiedlich, ja, das Ganze doch in dem Sinne sich zeigen kann. Ne? Wie gesagt, es ist ein und dieselbe Pflanze tatsächlich. Man mag es kaum glauben, auch diese Geschichte hier, aber es ist tatsächlich so. So, was machen wir heute? Wir werden uns ein paar Sachen hier angucken, ganz klarer Fall. Hier die Monstera Deliciosa mit ihrem wunderschönen neuen Blatt, das sich hier langsam herauskringelt. Das sieht immer so cool aus, wenn dieses helle Grün bei dem dunklen Grün in Erscheinung tritt. Ja, okay, das heißt, Moment mal, warte mal. Weiß Bescheid. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Munter fröhlich geht es auch heute weiter. Allerdings ja, muss ich mich ein bisschen beeilen, denn wir müssen heute mal weg. Und von daher gucken wir mal rum hier, wie das Ganze sich so entwickelt. Hier das neue Blatt von der Alocasia Stingray. Macht sich wunderschön. Dann hier unser Kakaobaum. Den Austrieb kann man jetzt so schön erkennen. Brauche ich gar nicht mehr von oben reinleuchten. Entwickelt sich prächtig mächtig. Auch hier gieße ich relativ verhalten, damit ich öfters nachgießen kann, damit die Werte sich nicht unbedingt so sehr verfälschen. So, das neue Blatt von der Monstera Thai Constellation entrollt sich jetzt auch langsam. Da bin ich mal gespannt drauf, wie die reagiert, beziehungsweise wie das Blatt sich zeigen wird, weil ist ja jedes Mal eine schöne Überraschung. So, wenn erstmal hier den Ventilator ausmachen, um ein bisschen mehr Ruhe zu haben. So. Okay, das neue Blatt von der Alocasia Micholiziana Freideck macht sich auch wunderbar, wie vieles andere auch. So, aber was ich machen wollte mit euch, ich hoffe, ich verquatsche mich jetzt nicht wieder. Also bleib hier zu lange, weil ich muss schon gucken, dass ich die Filme nicht zu lang mache im Moment, wegen Hochladen und so. Die Vanillepflanze, die holen wir uns gleich raus hier, denn ich komme da hinten nicht dran. Von daher müssen wir sie mal rausholen, um dort gegebenenfalls mal nachzusehen, wie das Ganze jetzt aussieht. Und dann werden wir noch ein paar andere Sachen uns hier rausholen, so nach und nach, um sie uns etwas genauer zu betrachten. So, die Banane, die steht jetzt verkehrt rum. Ich habe sie gedreht, damit sie nicht mehr in den Raum reinragt, ne? Denn ansonsten fällt sie mir irgendwann um. Deswegen habe ich das Ganze jetzt einfach mal so gemacht. Ja, ich würde sagen, dann gucken wir mal kurz die Werte an, wie die aussehen. Das sieht heute so aus und dann nehmen wir uns jetzt die eine oder andere Pflanze einfach mal raus hier aus dem Dschungel. Wir starten mit dem Gummibaum und ja, in Kombination mit der Peperomia obtusifolia. Hier hat sich gezeigt, dass sie kräftig wächst, die Obtusifolie, allerdings sehr schwer ist. Und sie wächst dann dementsprechend überhängend oder kriechend, je nachdem, welche Gegebenheiten sie hat. Sie hat sie auch schon jetzt wieder ganz anders gelegt, weil ich sie halt getragen habe hierhin und dergleichen. Und das ist so schwer, die ganzen Blätter, die sind so schwer und kräftig vor allen Dingen auch, dass sie dann halt die Richtung ändern, je nachdem, wie es halt gerade gegeben ist. Ich versuche das mal so ein bisschen mehr nach hier zu stellen. Vielleicht kann man es dann ein bisschen besser erkennen, vom Licht her zumindest. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Licht, ne? Ja, also wachsen mächtig, kräftig, muss ich sagen. Nach Möglichkeit sollte man sie dort, wo man sie hinstellt, stehen lassen. Dann richten sie sich Richtung Licht und dementsprechend bleibt das in der Regel dann so gegeben. Anfangs wuchsen sie aufrecht und als sie dann zu schwer wurden, haben sie sich halt hingelegt. Und dementsprechend sieht das dann jetzt aus. Aber nichtsdestotrotz eine wunderschöne Pflanze. Also jetzt kann man mal sehen, wie sie so arttypisch in dem Sinne wachsen. Und wie gesagt, sie haben kräftige Blätter, richtig dunkelgrün und von daher läuft das schon mal ganz gut. Im Dschungel selber sieht man das gar nicht so, weil das alles bewachsen ist in dem Sinne. Ne? Deswegen hole ich mal die eine oder andere Pflanze jetzt hier ran. Messen tun wir jetzt nichts hier, die wird auch bei 500 Mikrosiemens gegossen und gedüngt. Wie wir das so handhaben, ab und zu auch mit Leitungswasser. Aber was ich wie wann mache, erzähle ich ja immer. Deswegen muss ich jetzt nicht das komplett in dem Sinne angreifen, in dem nicht angreifen, sondern ja, ne, weiß Bescheid, was ich meine, thematisieren. So wollte ich das sagen. Aber nichtsdestotrotz eine richtig wunderschöne Pflanze, insbesondere wenn man jetzt, sag mal, ja,
So wie ich das später mal machen möchte. Nee, erzähle ich jetzt nicht. Nee, das machen wir später. Auf jeden Fall wächst sie rankend und das heißt, sie würde dann, wenn sie auf dem Boden aufliegt, neue Wurzeln ausbilden an den Trieben, die auf dem Boden liegen. Und dementsprechend würde sie dann nochmal kräftiger wachsen und auch immer wieder Triebe in die Senkrechte schicken. Und dann würde das Ganze nochmal wesentlich interessanter tatsächlich aussehen. Ne? Ja, okay, also hier die Kombination, das hat wunderbar geklappt mit den beiden. Und von daher bin ich damit ganz zufrieden. Die Vanillepflanze. Ja, unglaublich, dass sie nach wie vor so mächtig wächst. Das ist jetzt der Trieb, der nachgewachsen ist mittlerweile. Den dürfen wir jetzt also auch wieder hier mit reinfummeln, damit das Ganze schön kompakt wächst. Wir sehen wunderschöne Luftwurzeln. Das Teil wuchs auf dem Boden rum tatsächlich. Und der hier, der fing gerade an, so sich wieder hochzuranken an meinem Hocker, den ich da stehen habe. Also ist schon krass, wie die abgehen. Das ist Wahnsinn. Auch Luftwurzeln hier kann man sehr schön sehen. Jede Menge, überall lange Luftwurzeln. Ein Teil davon ist auch mal abgetrocknet tatsächlich. Das wird wohl vor dann gewesen sein, wenn die Luftfeuchtigkeit etwas trockener gewesen ist. Wie es aussieht, haben wir ja gesehen im Raum, ne? Im Dschungel. 2 Jahre steht das Schätzchen jetzt schon hier drin. Das heißt, wir sollten mal nachmessen, wie das aussieht. Also rein optisch sieht es gut aus. Ne? Wollen wir uns nicht beklagen. Aber ich möchte doch wissen, wie das da drin aussieht. Allerdings muss ich mal kurz gucken, wie ich das hinbekomme. Das ist nämlich jetzt nicht ganz so einfach. Bei der Vanillepflanze, das war der Drucksprüher. Bei der Vanillepflanze. Aber nach wie vor schon heftig, ne? Das ist schon krass, wie die sich entwickelt hat. Und nach wie vor ein einziger Trieb. Ein einziger Trieb ist das. Also keine Verzweigung oder dergleichen, oder sich neue Triebe irgendwo ausbilden. Sondern wirklich ein einziger Trieb ist das hier. Das ist schon der Wahnsinn. Ne? Ich lasse sie immer wachsen, dann fummel ich sie, wie gesagt, wieder nach oben und dann kann sie wieder runter wachsen und dann fummel ich sie wieder nach oben und so weiter und so fort. Also das läuft soweit richtig gut, muss ich sagen. Ob sie irgendwann mal blühen wird, weiß ich noch nicht. Werden wir aber dann, wenn denn, auch sehen. Ganz klarer Fall. So, ich mache mal kurz einen Kopf, wie ich das jetzt hinkriege, dass ich mal weiß, was dort im Topf Sache ist. Okay. Der pH-Wert ist 5,2 und Mikrosiemens-Wert 1300. So, jetzt haben wir unsere lange Route hier. Die dürfen wir jetzt wieder nach oben bringen. So, mal gucken, was wir von unten nach oben, also jetzt nicht ganz hochziehen, sondern wir lassen den tatsächlich hier unten im Bogen hängen irgendwo. Und werden das Ganze dann von hinten oder von vorne, spielt ja keine große Rolle, einfach nach oben ziehen. Und hier oben irgendwo durchfummeln. Vorsichtig, jawohl, geht auch wunderbar. So, jedenfalls kann man es hier noch ein bisschen festmachen mit dem Band oder so, dass das Ganze dann nicht ganz so weit absteht, aber es darf ja auch ruhig ein bisschen abstehen. Obwohl, nee, ich werde schon ein bisschen, warte mal, ich kann die Luftwurzeln ja auch hier mit reinziehen, vorsichtig, bleibt da oben hängen bitte. Vorsichtig mit reinziehen hier, einmal so, genau, und einmal so, dann sollte das auch ungefähr gehen. Nicht wirklich, ich muss es doch gleich ein bisschen festmachen. Ich hatte irgendwo was liegen hier, jetzt gerade nicht. Ist meist so, ne? Ja, okay, dann noch etwas, und zwar der Wasserstandsanzeiger, der klemmte. So, jetzt habe ich was anderes mal ausprobiert. Und zwar, es bildet sich ja mit der Zeit so ein Film im Prinzip, könnte man sagen. Also nicht zum Gucken, ne? Lol. Sondern, ja, sagen wir mal, die Dreckschicht am Plastik. Ne? Und das ist auch mitgeschuldet, dass die Dinger dann klemmen. Nimmst einfach ein Stückchen Zeber, drehst das zusammen. Oder fummelst das zusammen, wie auch immer. Und dann gehst du damit hier rein und drehst das Ganze dabei nach unten, ne, drücken das Ganze, damit man das von innen wieder sauber kriegt. Dann geht dieser Film nämlich vom Kunststoff ab. Also nicht den Film, den man gucken kann. Lol. Ich denke, du weißt, was ich meine. Ne? So, dann putzen wir das richtig schön sauber und dann funktioniert das nämlich wieder. Interessanterweise. So einfach kann man sich behelfen, ne? Hätte uns auch mal einer vorher sagen können, oder? Was sagst du dazu? Ja, ne? Hätte Fahrradkette. Jetzt läuft es wieder tatsächlich. Das mal so am Rande mitgenommen. So, dann machen wir den wieder drauf hier. Ja, wassertechnisch werde ich jetzt hier nichts verändern in dem Sinne. Oder doch? Doch, komm. Die verbraucht auch interessanterweise relativ wenig Wasser, muss ich sagen. Ich werde das Ganze jetzt mal rausmachen hier, weil das haben wir schon lange, lange Zeit nicht mehr gemacht, ne? Und von daher machen wir das heute einfach so. Ja, interessant, dass der pH-Wert so niedrig ist. Auch hier gieße ich ab und zu tatsächlich mit Urgesteinsmehl, aber nur sehr wenig. Also wirklich nur ab und zu im Gießverfahren dann tatsächlich. Ne? Nicht so, dass ich hier was draufstreue oder so. So, gucken, dass er doch schön nach unten guckt. Das ist übrigens ein Rosentopf hier.
Ja, und das Ding hat jetzt mächtig Gewicht, ne? Also irgendwann kann ich sie nicht mehr transportieren, ohne dass es mir umfällt. Und wir haben jetzt auch gesehen, dass also keine Wurzeln aus dem Topf gewachsen sind. Auch mal interessant so mitzunehmen, weil sie scheinen tatsächlich nicht wirklich viele Wurzeln auszubilden. Oder ob es vielleicht an dem Faktor liegt, dass der pH-Wert so ist oder wie auch immer, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich möchte ja auch nicht reingucken bei der Pflanze. Weil die jetzt rauszuholen, wieder reinzustecken, das wird eine Riesenaktion. Ob sie dann nochmal stehen bleibt, richtig, ist noch eine ganz andere Frage. Von daher belassen wir das einfach so, wie das ist. Und dann werde ich sie nachher wieder befüllen bei der 500er-Variante. Die wird, wie gesagt, auch kontinuierlich bei 500 gegossen, nicht mit 1000. Und wir sehen, es reicht vollkommen aus für die Pflanze. Anfangs hatten wir damals sogar noch weniger. Hier steht nur drauf 230 Mikrosiemens tatsächlich. Aber wir sind dann auf 500 irgendwann umgestiegen. Aber gesehen haben, sie verkraften schon mehr. Wir haben ja noch die andere im Schiffchen hängen, im Dschungel. Könnte ich eigentlich auch mal nachmessen, wie das da aussieht. Denn auch die wachsen richtig gut. Ich glaube, das mache ich jetzt auch dann. So, nehmen wir mal die eine oder andere Pflanze ran einfach. Die werde ich allerdings nicht von der Wand abnehmen, weil das ist da alles gerankt und hast du nicht gesehen, das geht nicht. Ne? Aber ich werde mal gucken, wie ich das gleich hinbekomme, dass ich das mal messen kann. Ja, Vanillepflanze, coole Sache. Ganz einfach zu vermehren durch Stecklinge, auch durch Steckis im Prinzip, also Teilstücke. Das ist relativ einfach. Okay. Na, hast du dir das auch schon gedacht? Ja, logisch, ne? Ich habe es aber gesucht. Schon seit ein paar Tagen, ich habe es gerade wiedergefunden. Weißt du, wo das war? Das hing hier oben an der Kette. Ja, so ist das manchmal, ne? Rennst du ständig mit dem Kopf drunter her und siehst es nicht. So, dann können wir das jetzt auch ordentlich festmachen hier. Jetzt haben wir hier unten auch schöne Luftwurzeln. Kann man das sehen? Ja, doch, ein bisschen vielleicht, ne? Die lege ich hier unten einfach schon mal mit auf Substrat in der Hoffnung, ups, hier bleiben, dass sie dann auch dort einwurzeln werden. Das wäre ja ganz schön. So, einmal drumlegen hier das Ganze. Ja, so einfach kann man sich behelfen, ne? Ich sag's dir, du. Ich habe das echt tagelang gesucht. Tagelang. Siehst du wohl. Reicht schon. Ist gut. Ja, man könnte es hier nochmal festmachen, wenn man wollte, aber das muss jetzt nicht sein. Verrückt, ne? Hing hier einfach unter der Decke im Prinzip, also an der Kette, ne? Ich habe so eine Kette lang drunter herhängen, da hänge ich mal so ein paar Sachen dran. So Kleinigkeiten, die ich dann. Aber ja, so ist das, ne? Rennst im Kopf ständig drunter her und siehst es nicht. So ist das im Leben. Okay, also haben wir sie soweit dann schon mal wieder festbekommen. Ja, wir kriegen es doch hin. Ich dachte, es geht nicht, aber ist doch gar nicht so schwierig. Pass mal auf. Wir haben hier oben Wasserstandsanzeiger. Kannst du jetzt vielleicht nicht sehen. Und hier gegenüberliegend ist so ein Gitter, wo man ja Wasser einfüllen kann. Ich gieße aber meist über die Töpfe einfach drüber. Geht auch. So, ich habe jetzt eine Schere genommen und habe einfach das Gitter kurz und klein geschnitten hier. Bis ich dann dementsprechend mit meiner Pipette dort reinkomme. Immer vom Boden holen. 1, 2, 3, jawohl. So, dann können wir nämlich die Pipette jetzt einfach hier reinhängen. Und dann können wir uns hier Wasser raussaugen. Und dann können wir gleich mal nachmessen, wie das dann tatsächlich gegeben ist. Ja, so einfach kann es sein, ne? Man muss nur wissen, wie. Weil diese Gitter brauchst du nicht. Das ist nur Quark mit Soße. Das ist dann soweit ganz okay. Da kann man drauf verzichten. Ne? Da fällt ja sowieso nichts rein. So klein sind unsere Kinder nur auch nicht. So, und dann werde ich jetzt mal hier in der Pfütze nachmessen, was Tatsache gegeben ist. Da bin ich mich jetzt mal sehr gespannt drauf. Ich vermute lieber nichts, sonst sage ich wieder was Verkehrtes. Ne? Das brauchen wir nicht machen. Aber ist schon schön mit dem Schiffchen hier. Das ist eine richtig coole Sache. Auch hier mit diesen Magnethaken. Na gut, hier an der Wand bringt das nichts, das ist nicht Metall. Gibt es aber extra Platten für, braucht man aber nicht. Denn man kann diese Haken tatsächlich auch einfach in die Wand schrauben mit Dübel und Schraube dementsprechend. Ne? Da siehst du wohl. Ich hoffe, du kannst gleich sehen. Wir sind ja tatsächlich bei über. Warte mal, kriegen wir das so vielleicht hin? Das ist immer so schlecht zu erkennen im Display, ob er das jetzt zeigt oder nicht. Ich schwank es einfach mal ein bisschen hin und her. Ne? Doch, heftig hoch, 1990. Also, ja, gut 2000 Mikrosiemens. Also, wir sehen, verkraften sie das. Das auch mal schön mitzunehmen. Ne? Also so empfindlich sind die dann doch nicht. Okay. So, haben wir das auch geschafft. Manche muss einfach noch ein bisschen überlegen, ne? Und dann kriegt man das schon hin. Ach, jetzt habe ich es wieder reingegossen. Ich muss wieder rausholen. Ich muss den pH-Wert noch messen. Nicht muss, will. Lol. So kann das gehen, du. Ne? Hätte ich es fast vergessen. So, wir haben jetzt einen pH-Wert von ja, knapp 3,8 hier im Wasser gemessen. Also ist schon interessant, ne, dass das also tatsächlich so niedrig ist, 3,8. Ja. Das ist schon interessant, aber auch hier ganz klarer Fall. Das heißt, ganz klarer Fall, jetzt so gesehen, ne, sehr hoher Mikrosiemenswert, relativ. Ja, und dementsprechend dann so einen niedrigen pH-Wert. Aber was soll ich sagen? Den Pflanzen geht's gut.
Da ist jetzt also nichts zu meckern oder so, ne? Nein, ja, das ist so okay, würde ich sagen. Müssen wir jetzt nicht unbedingt was verändern, so wie es aussieht. Ich belasse es so, werde ganz normal weiter gießen wie bisher, werde allerdings das Wasser einmal rausholen jetzt, dass es dann, ne, nach langer, langer Zeit, dass es jetzt so hochkommt, weil es dann nicht noch höher kommt. Also das wäre dann nicht so gut, denke ich mal. Aber nach wie vor, muss ich sagen, wachsen die gut. Also, so ist es. Okay. Wir kommen zur nächsten Vanillepflanze. Auch hier gucken wir heute ein bisschen näher hin. Das ist diese variegierte Form. Also sie hat so, ja, hellgrün, dunkelgrün gestreifte Blätter tatsächlich. Das sind zwei Pflanzen, die haben wir damals aus der Erde rausgenommen und hier reingesetzt ins mineralische Substrat. Vulcatec Cactien Premium Substrat mit Ceramis gemischt. Drei Teile Vulcatec, ein Teil Ceramis. Das nochmal kurz erwähnt. So ist das, ne? Ich muss es immer wieder erwähnen, das ist auch nichts. Okay, was wollte ich gesagt haben? Achso, die eine hatte relativ gute Wurzeln, die andere hatte fast gar keine Wurzeln und trotzdem sind sie beide gleich gewachsen hier drin. Wunderschön anzusehen. Steht relativ dunkel, steht bei uns ja noch auf dem Fußboden im Moment, weil ich sie noch nicht geschafft habe, an die Wand zu bringen. Irgendwann schaffe ich das mit Sicherheit mal. So, dann werden wir auch hier heute mal nachmessen. Interessanterweise sind sie ja nach unten gewachsen, ne? Und dann ist hier oben aus dem Knick sind die Triebe neu herausgewachsen, ne? Bei der hat das ja irgendwie nicht, will sie nicht, keine Ahnung warum. Ist aber momentan tatsächlich so gegeben. Vielleicht, ja, vielleicht. Nee. Das ist auch nur Theorie. So, warum habe ich hier zwei pH-Messgeräte? Das ist das erste, was ich mir gekauft habe. Und das dann das zweite anschließend, weil das eine Variante besser ist. Zum einen kann man hier unten das Teil abnehmen und ersetzen. Also nachkaufen im Prinzip. Braucht kein komplett neues Gerät kaufen, wenn es mal nicht mehr funktionieren sollte. Irgendwann ist das so. Und man kann hier nach dem Komma zwei Stellen ablesen und hier nur eine Stelle. Und damals ja, wusste ich das halt nicht, und bevor ich das Gerät gekauft habe. Man muss das Gerät längere Zeit im Wasser stehen lassen, bevor das einen richtigen pH-Wert anzeigt. Hier sieht man das, weil nach der zweiten, also mit der zweiten Stelle sich das ganz schnell immer verändert. Und da weiß man genau, oh, es geht runter oder oh, es geht hoch. Von daher ist das Gerät wesentlich besser. Wesentlich. Ne? So, lassen wir gleich überraschen, was hierbei rauskommt. So, das wird einen Moment dauern. Wie gesagt, ich kann es jetzt sehen hier, weil... Moment. Moment. Was macht er denn jetzt? Jetzt bin ich ein bisschen irritiert gerade. Weil er zeigt irgendwas ganz anderes an. Was habe ich denn jetzt gemacht? Hier habe ich irgendwas verkehrt. Ach, was zeigt der MV an? Millivolt? Moment, was hat er denn jetzt hier gemacht? Ach so, okay, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Kann passieren. Wofür das ist, weiß ich allerdings jetzt nicht. War interessant. Okay, soll ich mal die Beschreibung nochmal durchlesen? So, was haben wir jetzt im Mikro-Siemens-Wert? Das können wir am einfachsten ermitteln. Also auch hier liegen wir knapp bei 800. Also das läuft schon mal gut soweit. pH-Wert sieht auch gut aus. Also, was man so vielleicht sehen kann. Versuch's mal so ein bisschen. Ja, 6,5, 6,54. Also da kann man erkennen halt, ob es noch hoch geht oder runter geht, das meinte ich. Ne? Ja, das ist aber okay, 6,5, da brauchen wir also nicht meckern. Geht sogar auf 6,6. Das ist soweit okay. So, dann brauchen wir hier nichts verändern. Können wir das Ganze so lassen, wie das ist. Also das klappt wunderbar mit den Vanillepflanzen, muss ich sagen. Ich hatte damals anfangs gedacht, die sind irgendwie empfindlicher, aber sind sie gar nicht. Ja, okay, also wir haben einen relativ niedrigen Wert bei 800, bei 2000 die anderen, ne? Einen relativ niedrigen pH-Wert und einen neutralen pH-Wert, in dem Sinne etwas tiefer als neutral. Also die sind doch recht unempfindlich, interessanterweise. Ne? So, dass wir das schon mal mitnehmen können, dass man da keine große Bange haben muss. Ja, okay, da war ich gerade ein bisschen überrascht. Ist so, ne? Ja, auf jeden Fall wächst sie wunderbar, muss ich sagen. Richtig krass cool. Okay. Jetzt kommen wir zu etwas Stacheligen. Das ist der Christus dort. Mal wie mächtig der gewachsen ist. Kräftiges Grün, richtig schick anzusehen. Ich drehe den mal so ein bisschen. Ne? Da bekommt das Licht auch von oben. Steht da hinten auf der Fensterbank beim Aquarium tatsächlich. Und guck mal hier, das kleine Ding, das hier wird auch noch. Immer noch hier in der Kokoserde, also auch das geht, ne? Allerdings nicht ständig nass halten. Auch hier ist, gieße ich immer erst, wenn das relativ trocken ist. Das funktioniert dann tatsächlich auch in der Kokoserde. Allgemein sowieso. So, ich muss hier mal ein paar Blätter entfernen. Da möchte ich aber nicht mit dem Finger reingehen, das ist nicht so gut, ne? Denn ab und zu geht ja auch mal ein Blatt. Und die fallen dann auch nicht ab, weil die bleiben halt zwischen den Dornen hängen hier, ne? Das ist dann so. Und deswegen ziehe ich die jetzt einfach mal mit der Pinzette raus hier. Aber ansonsten muss ich sagen, der hat ein heftiges Grün. Ne? Ich habe gerade mal durchgegossen bei 350
Um mal zu gucken, was wir gleich hier drin haben. Der wird eigentlich auch kontinuierlich bei ca. 500 Mikrosiemens, manchmal auch ein bisschen mehr, gegossen und gedüngt. Da hinten hängt noch ein Blatt. Oh, der hat schon eine heftige Farbe, ne? Bin ja mal gespannt, wann er wieder anfängt zu blühen. So, dann haben wir das schon mal gecleant. Fast, hier liegt auch noch ein Blatt, sehe ich gerade. Sollte man von der Oberfläche entfernen, auch beim mineralischen Substrat, denn was da oben drauf liegt, das fängt an zu schimmeln. Das ist ganz normal. Das ist dann definitiv so. So, dann messen wir Mikrosiemenswert auf jeden Fall. Ein pH-Wert brauchen wir jetzt. pH-Wert brauchen wir jetzt hier nicht messen, weil die gießt sich ja ständig nach. Von da ist er dann nicht so wild. Das ist dann nicht so zwingend notwendig. Ja, siehst du, also bei 580 oder kannst du sagen knapp bei 600 Mikrosiemens. Also das funktioniert hier definitiv richtig gut. Bekommt Licht, Aquariumbeleuchtung, wie gesagt, ne, weil er steht ja direkt neben dem Aquarium. Aber das hat jetzt nicht unbedingt eine Aussage, dass das so gut wächst, ne, weil er wuchs vorher, bevor das Aquarium da stand, auch gut. Also von daher läuft das gut. Aber er bekommt da auch oder bekam da auch Aquariumbeleuchtung. Allerdings hängt die unter der Decke, ne? Also recht weit weg. Ja, also mit Zusatzbeleuchtung wachsen sie tatsächlich wesentlich besser und sie brauchen nicht unbedingt ganz viel Licht. Und wir sehen, das Schätzchen hat eine richtig kräftige Farbe mit dem Compo Complete. Also auch das richtig cool anzusehen. Okay. And the next one. Ja, die nächsten beiden. Jetzt haben wir linke Hand hier den Philodendron Painted Lady. Das ist die, Moment, Mutterpflanze. Ja, genau. Hier hat man abgeschnitten den Kopf und es haben sich zwei neue Triebe gebildet. Ich drehe das mal ganz kurz, damit man vielleicht ein bisschen besser sehen kann, ne? Also hier und da zwei Triebe. Das ist die Mutterpflanze und das ist der Stecki gewesen, den wir daraus, den Kopfsteckling, gemacht haben. Das ging auch relativ schnell. Hier steht 3.9., 14.9. Ne? Also 14.9. haben wir das schon eingepflanzt hier und hat sich prächtig entwickelt, muss ich sagen. Ups, sorry. Das hat also wunderbar funktioniert. Okay, das zu der Painted Lady. Und dann gucken wir jetzt hier etwas genauer hin, denn das sind die Silver Sword. Die haben wir vor ungefähr 2,5 Wochen gemacht, also ein Kopfsteckling und Steckis. Und da gucken wir heute mal etwas genauer hin. Wir haben jetzt zwei verschiedene Varianten, einmal ein Kopfsteckling und einmal ja, Steckis, Teilsteckling im Prinzip. Wir gucken mal beiden gleich rein. Hier mal das Ganze in lebendem Sphagnummoos und hier dann in getrocknetem Sphagnummoos, was man sich so kaufen kann. Ganz wichtig hierbei, vorher richtig kräftig durchspülen einmal, denn auch dort sind Inhaltsstoffe drin, die unter Umständen nicht so gut sein können. Besser ist das. Ne? So, das steht hier im Anstau das Ganze, beide Sachen hier. Ne? Im reinen Wasser wurden noch nicht gedüngt. Aber ich möchte jetzt wissen, wie sieht das denn jetzt wurzeltechnisch aus? Und das können wir nur machen, wenn wir sie rausholen. Ansonsten wird das nicht gehen. Von daher ziehen wir sie jetzt mal vorsichtig raus hier. Ganz vorsichtig. Jo. Mal gucken. Doch, man kann schon eine Wurzel erkennen. Ja, hier. Dort wächst also tatsächlich schon eine Wurzel heraus. Also, auch das klappt wunderbar hier im lebenden Sphagnummoos. Jetzt muss ich aber mal gucken, wie ich die Wurzel wieder reinkriege hier. Ich sage dir, er zuppelt da alles auseinander. So, ganz vorsichtig, nicht dass ich sie mir abbreche hier. Und dann setze ich das Moos einfach vorsichtig wieder rein hier. So, jawohl, wunderbar. Ganz leicht andrücken nur, ganz leicht. So, dann kannst du wieder auf deinen Untersetzer. Dann gucken wir jetzt hier bei den Steckis auch mal nach. Aber wir sehen, bei dem Silver Sword dauert das doch schon recht lange, ne? Bei der Painted Lady ging das damals wesentlich flotter vonstatten. So, wie machen wir das denn jetzt, ohne dass ich mir die Wurzeln abbreche hier? Aber wir wollen es ja wissen. Ne? Von daher, sonst normalerweise würde ich hier noch gar nichts machen. Ich würde noch ein paar Wochen abwarten, wahrscheinlich 2, 3 Wochen. Und dann dementsprechend, wenn ich sehe, dass also Wachstum gegeben ist, auch von dem Trieb selber, dass man dann sagt, komm, jetzt können wir auf jeden Fall das Ganze rausnehmen und umpflanzen. Ne? Ansonsten machen wir das hier nur, weil wir neugierig sind. Ne? Und ich habe jetzt also auch kein Problem mit, die rauszunehmen und wieder reinzusetzen. So, mal gucken, ob wir schon sowas erkennen können, bevor ich ihn rausziehe. Ganz vorsichtig, der hängt. Scheinbar hängt er fest, scheinbar, ne? Pass mal auf, ganz vorsichtig mal. Ich kann mal immer noch keine Wurzel sehen. Steckt aber auch relativ tief. Und die machen ja in der Regel ganz unten Wurzeln, wenn überhaupt dann. Nee, hat sich noch gar nichts getan. Pass mal auf. So. Doch, doch, doch. Hier ist eine kleine Wurzel. Kriege ich das noch ab hier? Ja, ganz vorsichtig. Nein. Wie gesagt, wenn das Moos festhängt, lass es dran, ne? Also nicht abreißen. Also auch hier kann man tatsächlich schon kleine Würzelchen erkennen. Also auch das funktioniert wunderbar hier in dem Moos. Aber wie gesagt, ganz wichtig, spült das Moos durch, ne? Erstmal muss es aufquellen lassen, ganz klarer Fall. Und anschließend richtig in Wasser tauchen und dann ausquetschen, dass die Inhaltsstoffe, die hier drin sind, auch mit rauskommen. So, okay, dann haben wir da mal reingeguckt, wie das aussieht.
oder lassen sie einfach weiter wachsen. Und auch hier offen im Raum stehend, bei einer Luftfeuchtigkeit von ja, knapp 55%, manchmal 60%. Also wir brauchen hier dementsprechend nichts in eine Vitrine oder einpacken oder wie auch immer. Der steht mir jetzt gerade ein bisschen locker hier drin, da muss ich gleich noch ein bisschen rumfummeln. Den hole ich nochmal raus und packe den wieder richtig rein. Dass wir das heute mal gesehen haben, bei dem Silver Sword dauert das also wesentlich länger als bei anderen Philodendron-Arten in dem Sinne. Aber es funktioniert wunderbar. Licht habe ich angemacht. Sieht cool aus mit dem Blau, ne? Mir gefällt das richtig gut. So, meine Lieben, also mit dem Philodendron ist das doch sehr unterschiedlich zum Bewurzeln. Ne? Bei manchen dauert es länger, bei anderen geht es schneller. Ist aber nicht so schlimm. Gerade hier im Sphagnum-Moos spielt das keine Rolle. Da können die auch wochenlang drin stehen bleiben. Das, ne? Auch selbst wenn sie jetzt schon Wurzeln machen würden und wachsen würden, auch im Moos könnte man sie tatsächlich lange Zeit noch versorgen. Ähnlich wie in der Wasserkultur dann dementsprechend natürlich auch mit Nährstoffen. Ganz klarer Fall. Und es scheint sich herauszustellen, dass Philodendron Starkzehrer sind und auch kräftig was vertragen. Die Painted Lady, die steht jetzt gerade bei 1300 Mikrosiemens tatsächlich und sieht kräftig aus. Ne? Wurde allerdings immer bei ca. 500, guck mal, die schöne weiße Wurzel unten rausguckt, tatsächlich bei 500 immer gegossen und gedüngt. Ne? Also muss man dann auch schon aufpassen, irgendwann mal das Ganze einmal durchspülen, dann läuft es wesentlich besser insgesamt. Ne? Aber ich bin auch ganz ehrlich, also wenn ich hier alle Pflanzen ständig durchspülen würde, da wäre ich ja nur noch am Rennen, am Tun, am Machen. Ich mache das dann meist, wenn ich die Klamotten hier stehen habe. Also wie den jetzt hier, ne? Der bleibt jetzt noch stehen hier. Nachher, wenn ich Zeit habe, spüre ich den einmal durch bei 500 und dann ist da soweit wieder alles okay. So, das Klettband habe ich mir jetzt hier hingehangen, damit ich es nicht wieder irgendwo suchen muss. Manchmal ist es besser, wenn man sich alles in die Nähe hängt. Ne? Dann kannst du auch mal eben schnell zugreifen, weil das ist hier ein Arbeitsraum. Ne? Kein Showroom, sondern das ist ein Arbeitsraum hier. Genauso wie drüben auch, ganz klarer Fall. Und von daher ist das soweit schon mal ganz gut. Ja, mit der Vanillepflanze. Ne? Du überlegst, wie klein die damals war. Und wir hatten ja ganz viele Stecklinge davon gemacht. Die hängen jetzt dann im Dschungel dort in dem Schiffchen. Und das hat soweit richtig gut funktioniert, muss ich sagen. Aber interessanterweise nach wie vor, dass sie nur eintriebig wächst und keine Verzweigung in irgendeiner Art und Weise macht oder sagt, ich fange einfach woanders mal oben an zu wachsen, mach dort einen neuen Trieb wenigstens oder so. Nichts zu machen. Die wächst munter, fröhlich weiter hier, schön im Kreise rundherum. Aber es ist ja auch schön, ne? Weil es wird immer dichter und kräftiger, das Ganze. Von daher ist das nicht so wild. Manche pflanzen so, andere so, wie wir sehen. Ne? So ist das dann im Leben. So, dann haben wir heute wieder einiges mitnehmen können. Immer mal so ein paar Kleinigkeiten. Vor allen Dingen ganz wichtig, die Entwicklung der Pflanzen zu sehen. Ne? Vom Stecki oder Kopfsteckling oder Sämling oder Samen bis zur Pflanze. Ne? So nehmen wir nach und nach immer wieder mal was mit. Und mit dem Silver Sword hier, das ist also eine richtig hübsche, muss ich sagen. Eine richtig hübsche. Ja, ich weiß, andere Pflanzen sind auch hübsch. Ist so. Eigentlich sind sie ja alle hübsch. Ne? Manchmal hat man so kleine Lieblinge, das ist halt so. Ne? Und das ist also wirklich so ein kleiner Liebling im Moment, der Silver Sword. Mutti steht noch im Dschungel, ist im Moment noch nicht am Austreiben, deswegen habe ich sie jetzt nicht hier hingeholt, sonst hätte ich euch das auch gezeigt, dass sie schon am Austreiben ist. Tut sie aber nicht. Also sie wächst sehr langsam auch, diese Pflanze. Ne? Und das ist natürlich auch schon mal ein kleiner Vorteil, zumindest für mich, weil ich mag es doch lieber, wenn die Sachen langsam und kompakt wachsen, als wenn sie anfangen, in der Gegend rumzuschießen in dem Sinne. Oder kräftig wachsen. Ne? Wobei das natürlich auch Vorteile hat, insbesondere wenn man eine Wand begrünen möchte. Das übrigens mit dem Faden, was ich gestern erzählt habe, das wäre eine coole Technik, um eine komplette Wand zu begrünen, wo man nicht rankend das nach unten wachsen lässt, sondern halt von unten nach oben wachsen lässt. Ne? Dann machst du einfach ein paar Bindfäden von oben nach unten und dann kannst du die Klamotten an den Bindfäden hochwachsen lassen. Und die Bindfäden siehst du dann ja auch nicht. Ne? Das sieht natürlich auch klasse aus dann. Okay, genug gequatscht. Wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder. Okay.